Stadtupdate 77. Heute Verbindung, Treppe und Weg. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video muss ich oder möchte ich gerne diesen Fußweg hierher ziehen, dass wir ihn mit der Treppe quasi verbinden. Das heißt, hier muss viel Unterbau drunter. Es ist ja ziemlich viel zu tun. Und ich habe gedacht, ich fange erstmal wieder mit einer wunderschönen Aquaplatte. Da war der Baum weg. Wunderschöne Aquaplatte an, werde die hier einbauen und ja, werde das erstmal so grob vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstacks, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen Fläche geschaffen, ein bisschen, ja, auch ein bisschen viel Unterbau gemacht, was absolut aber erstmal sein muss. Es ist jetzt richtig stabil, ich mache jetzt mal keinen Quasi-Klopftest, das ist aber schon, boah, also das, ne, ist halt nur aus Lego gebaut, da ist kein Holz drunter, gar nichts und das ist wunderbar eben, es ist sensationell. Ja, jetzt müssen wir hier, wie gesagt, den Fußpart hier rumkriegen, mit der Treppe verbinden, noch ein paar Treppenstufen einfügen. Ich hoffe, dass mir noch einigermaßen viel Fläche hier hinten bleibt, weil die brauche ich ja später für die Ferienhäuschen plus. Ja, ich würde sagen, ich lege los und melde mich beim nächsten Baufortschritt. So, ein kleines Stückchen weitergekommen. Ich zeige es mal einmal. Und zwar habe ich hier schon mal einige, nicht komplett alle Noppen verteilt für den Weg. Ja, hier habe ich jetzt mal ein Stück Mauer eingefügt. Das geht dann so in Felsen über. Ich habe auch von hier hinten alles soweit fertig gemacht. Das sieht soweit ganz gut aus. Wie gesagt, ich habe es hier noch nicht an die Treppe angebunden. Und hier ist auch eine Lightstacks-Laterne. Das heißt, ich habe hier ein Kabel von Lightstacks einfach hin. Die wird auch hier hinkommen. Ja, was für ein Geländer ich hier hin mache, weiß ich noch gar nicht. Hier ist ja dieses abnehmbare Teil, um kurz mal in den Weinkeller reinzuschauen. Muss ich auch noch überlegen, was ich da mache. Was wir jetzt noch machen können, ist definitiv hier unten das Pflaster oder den Schotter dementsprechend weiterführen. Und ja, vielleicht so einen kleinen Streifen hier, ich sag mal so ungefähr. So ein bisschen diese Bäume wieder weiterziehen. Mehr kann ich noch nicht machen, weil ich noch nicht weiß, was ich genau hier hin oder wie ich, was ich mache, ist mir klar. Aber wie ich hier hinten weitergestalte, das muss ich mir noch haargenau überlegen. Aber jetzt mache ich erstmal wieder ein Stückchen weiter. Ja, da habe ich wieder einiges gemacht. Die Bäume sind ein bisschen dichter geworden und ein paar mehr sind auch dazugekommen. Hier habe ich Efeu vorgemacht vor die Wand. Dann kommt die Mauerrundung. Hier oben habe ich noch ein bisschen mehr drauf gemacht. Also das war ein bisschen zu flach. Hier habe ich jetzt noch so ein bisschen Felsen, ein bisschen mehr Grün drauf gemacht. Also ich finde, wenn man jetzt so langsam hier die Stufen hochgeht, das sieht doch schon richtig klasse aus. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Auch hier hinter übrigens, natürlich, ich mache das einmal über Kopf, ist alles soweit fertig. Kann sich absolut sehen lassen, würde ich sagen. Ja, wenn da mal ein Zug hinterher fährt, das sieht bestimmt richtig genial aus. Das machen wir natürlich auch noch heute in den Zugfahrten. Ja, was muss ich jetzt noch eben machen? Ja, jetzt muss ich auch über ein paar Einmaleins hier setzen, ob Tiles oder Plates. Bin ich noch nicht ganz fertig geworden. Wie gesagt, die Lampe kommt ja wieder dahin. Und dann wollte ich hier an dieser Stelle noch ein Geländer machen. Ein etwas anderes, vielleicht nicht so wie hier, sondern ruhig mal, ja, was anderes, ne, damit wir ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Mal gucken, wie ich das gestalte und dann melde ich mich gleich bei euch wieder. Ach ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Heute zieht ein der liebe Wolfgang aus Gera. Ich hoffe, man kann es erkennen mit seinem Kanal Genoppte Reichsbahn. Ja, Ostzone pur. Schaut mal rein auf seinen Kanal. Natürlich ist dein Kanal bei mir auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr auch tauschen möchtet, dann schreibt mich einfach an. Ich finde, das sieht jetzt richtig klasse aus, gerade wenn der Zug dahinterher fährt oder beziehungsweise man kann den Zug durch die Bäume sehen. Das sieht richtig klasse aus. Ja, toller Fortschritt, viel geschafft heute
den ganzen Unterbau und diesen ganzen Bereich von hier bis hier inklusive Zaun und so weiter. Beleuchtung ist wieder drin und das zeige ich euch gleich nochmal im Dunkeln. Ja, der Putt soll ja letztendlich hier immer am Rand herlaufen und ich denke mal, dass ich dann hier auch so einen kleinen Felsenüberhang noch machen muss, vielleicht auch ein bisschen zurückbauen oder was, damit die Fläche hier oben recht groß noch wird. Deshalb auch heute diese schmale Mauer, damit wir hier nicht zu viel Platz verschwenden. Und das ist gut gelungen. Ja, dann wie gesagt, zeige ich euch das ganz kurz im Dunkeln und dann machen wir mit den Zugfahrten weiter. Ja, hier die ganze Sache einmal noch im Halbdunkeln, sag ich mal. Aber es wird definitiv. Lassen wir so. Auf jeden Fall. So, und jetzt geht's mit diesem Zug weiter. Das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Aktiviert das Glöcklein. Ja, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und da ich hier groß planen muss an dieser Stelle, geht es im nächsten Video einmal hier weiter. Das heißt, wir ziehen das Wasser raus, fangen mit dem Felsen hier schon mal an. Vielleicht bauen wir ja auch ein Set noch auf, so ein kleines. So eine weitere Yacht könnte die, ja, Bucht hier auch vertragen, glaube ich. Okay, also, bis dahin. Tschüss!